Tom's Talk Time, Folge 619. Mein großes Herz und mein offenes Denken. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus dem tiefen Bayerischen Wald und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nach Berlin. Bei mir im Interview ist die Anna Kaiser. Anna, schön, dass du dabei bist. Hi Tom, ich freue mich auch total. Anna, du bist die Gründerin und Geschäftsführerin von Tandemploy, einer relativ jungen Firma. Ihr seid 2014 in den Markt gegangen und habt die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt mit neuen Human Resource Konzepten, wenn man das so einfach mal sagen kann. Kurz gesagt, und das ist bitte jetzt nicht böse nehmen, aber ihr habt so eine Software entwickelt, was man so ein bisschen als das Tinder für Arbeitsplätze, Arbeitsplatzmatching bezeichnen kann. Das heißt, ihr bringt im Endeffekt beide Parteien relativ schnell zusammen, die eigentlich noch gar nicht wissen, dass es den anderen überhaupt gibt. Und ihr habt für diese Software auch unheimlich viele Preise mittlerweile schon abgeräumt, weil alle Firmen sagen, was ist das für ein geiles Zeug, das müssen wir unbedingt haben. Und ja, heute bist du hier im Interview und ich denke, wir reden so ein bisschen über die ganze Gründungsphase und das drumherum. War das so als Überblick richtig? Das hast du total schön zusammengefasst. Okay, wunderbar, danke dir. War natürlich nur ein kleiner Überblick. Erzähl selber nochmal kurz ein bisschen was über dich, vielleicht kurz was Privates, wer ist die Anna privat? Und dann anschließend was über die Firma, wie kam die Idee dazu und wie waren die ganzen Anfangszeiten und was macht ihr genau? Ja, also ich bin die Anna privat. Ich musste so schmunzeln, als du gerade gesagt hast, dass du gerade im Bayerischen Wald sitzt, weil ich als bayerisches Mädel quasi aufgewachsen bin, so richtig schön auf dem Land in Bayern. Okay, wo? Also du in der Nähe von München, in Erding, Erdinger Weißbier, das kennt natürlich jeder. Ja, also so viel zu Anna privat. Ich bin so aus dem tiefen, schönen Bayern nach Berlin gegangen, genau, wo mich mein Weg zu Tandemploy geführt hat und das war eigentlich alles andere als geplant, kann man sagen, weil als ich im Studium, ich habe ja eigentlich, was auch sehr untypisch ist für eine Tech-Gründerin, würde ich fast schon sagen, Grundschullehramt studiert, ursprünglich, ja, weil ich einfach sehr in diesem bildungspolitischen Bereich engagiert war und mich das wahnsinnig interessiert hat und ich dann auch während dem Studium mich bei Schulgründungen beteiligt hatte und in meinem ganzen Umfeld während des Studiums viele Gründungen entstanden sind um mich herum. Ja, das heißt, meine Freunde haben irgendwie unterschiedliche Businesses aufgebaut und Startups gegründet und so war ich auch in einigen immer irgendwie mit involviert, von Wintersportportalen bis hin zu E-Commerce, Online-Shops, die wir auf die Beine gestellt haben und bin da irgendwie während dem Studium einfach schon so ins Gründen, wie soll ich sagen, reingerutscht oder wurde angesteckt, selbst was zu machen. Und da für mich auch klar war, dass ich nicht so eine klassische Beamten-Lehrer-Laufbahn einschlagen werde, ja, war auch nach dem ersten Examen für mich der logische Schritt, dann auch zu gucken, was ich gründen oder umsetzen kann. Und als ich dann irgendwann nach einigen Startups, die ich mit aufgebaut habe, mich dazu entschieden hatte, nach Berlin zu gehen, einfach weil mich die Stadt wahnsinnig interessiert hat. Zu der Zeit, das war 2011, da war in der ganzen Startup-Szene in Berlin einfach wahnsinnig viel los. Ja, es hat sich viel bewegt und drum hatte ich Lust auf die Stadt und bin nach Berlin gezogen. Und als mir dann nach ein paar Monaten, ich würde schon fast schon sagen, dass nicht das Geld ausgegangen ist, aber wie es halt so ist, wenn man einige Startups dann wieder einstampft. Wir hatten zu der Zeit so noch einen Online-Shop für Wintersportbekleidung, weil wir wahnsinnig gerne in die Berge gegangen sind in Bayern und auch als wir das Wintersportportal aufgebaut hatten, da immer am Wochenende Skigebiete getestet hatten, so hatten wir den Bezug zu der Branche, haben wir das aber dann irgendwie ruhen lassen, weil sich so gegen Amazon und alle anderen durchzusetzen, als eigentlich relativ kleiner Laden, ja, ist nicht so einfach gewesen. Und dann war ich in Berlin und bin dann zu einer Personalberatung gegangen für die Digitalwirtschaft, weil ich wollte, dass die mich in coole Startups in Berlin vermitteln. Und als ich da so meine Vorstellungsgespräche hatte, haben die mich gefragt, ob ich nicht bei denen anfangen will.
Und damals hatte ich noch keine Ahnung von der Personalbranche, ja, mhm, oder von der HR-Szene und fand es aber in der Tat interessant, da mal reinzuschnuppern. Und so kam es dann, dass ich in der Personalberatung angefangen habe zu arbeiten und habe damals dann den jungen Startups geholfen, die ersten Mitarbeiter zu finden. Und eines Tages, da war ich dann ein paar Monate schon in der Beratung, so 9 Monate oder so, hatten Jana, also meine damalige Kollegin und heutige Mitgründerin, und ich eine Tandembewerbung auf dem Tisch. Das heißt, zwei Frauen haben sich im Puzzle-Lebenslaufformat, man muss sich das wirklich so vorstellen, ein Lebenslauf mit zwei Bildern drauf, ne, so und zwei Seiten, im Tandem beworben, und zwar für eine Vollzeitstelle, die wir für einen Kunden hätten besetzen sollen. Und als Jana mit den beiden geskypt hatte, also wirklich so ein Gespräch zu dritt, kam sie total begeistert raus aus dem Gespräch, weil das unglaublich inspirierend war, wie die beiden Damen sich da aufteilen wollten. Die hatten 5 Sprachen gemeinsam gesprochen, die eine war analytisch, die andere kreativ, ne? So, also ja, eigentlich war es so die eierlegende Wollmilchsau, heißt es ja so schön im HR-Jargon, die man ja immer sucht, die wir da gefunden hatten. Und als Jana dann ganz begeistert mir auf dem Flur in der Firma in die Arme gelaufen ist, hatten wir an dem Abend unabhängig voneinander sofort gegoogelt und sind auf das Thema Jobsharing gestoßen. Mhm. Und als wir das 2013 war, das erste Mal gegoogelt hatten, gab es zu dem Thema einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeitsplatzteilung und einen Literaturverweis auf ein Buch aus den 80ern und sonst gar nichts. Mhm. Und es hat uns natürlich total gewundert, weil zu der Zeit gerade dieses Thema Flexibilisierung am Arbeitsplatz oder flexible Arbeitsmodelle ganz oben auf der Agenda standen und würde viel drüber diskutiert. Und für uns war das dann total pragmatische, tolle Lösung zu sagen, wie können Menschen in verantwortungsvollen Positionen flexibel arbeiten und im Team sich das so aufteilen, dass man einfach vielleicht nicht immer in jeder Lebensphase Vollzeit arbeiten muss. Mhm. Und dann haben wir 2 Tage später gekündigt, weil wir einfach, also wirklich sehr überzeugt und spontan, weil wir gesagt haben, das kann nicht wahr sein, dass das seit den 80er Jahren gibt und das keiner strategisch nutzt, zumal es heute ja technologische Hilfestellungen gibt. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt, also wir haben dann, wie gesagt, 2 Tage später gekündigt und haben uns dann 4 Wochen bei mir im Homeoffice wieder getroffen und haben dann in der Theorie über den Sommer mit dem Fraunhofer-Institut, mit Universitäten, mit Jobsharern, die wir da draußen in der Praxis dann und Tandems gefunden haben, einen Algorithmus entwickelt, der neben den harten Faktoren auch weiche Faktoren berücksichtigt, wenn es darum geht, Leute zusammenzubringen, um sich einen Job zu teilen. Weil wir gesagt haben, wir wollen eine Plattform ins Leben rufen, so ein bisschen wie beim Online-Dating, wo die Menschen online gehen, einen Fragebogen ausfüllen und automatisiert Vorschläge bekommen, ne, für potenzielle Tandempartner. Mhm. Und das haben wir dann eben gemacht. Das haben wir vorbereitet und haben dann im Herbst die IT dazu geholt, unseren CTO, und haben dann, sind wir mit der ersten Version live gegangen, 2014, wie du gerade gesagt hast. Genau. Mhm. Das heißt, eure Software geht jetzt darauf hin, wenn ich theoretisch jetzt mir einen Tandempartner suche, mit dem ich gemeinsam eine Vollzeitstelle besetzen würde, dass ich praktisch diesen Tandempartner finde, oder geht es darum, dass die Firma eine Stelle besetzen kann mit Tandems? Also man muss dazu sagen, das war so die ersten Phasen unserer Gründung. Ja, das heißt, das erste Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, war diese öffentliche Plattform. Und da war das Thema wirklich nur auf Jobsharing bezogen. Das heißt, die beiden haben sich getroffen und auf der anderen Seite gab es dann Unternehmen, die klassisch im Employer Branding Stil, ne, ihre Unternehmensprofile da hochladen konnten und sagen konnten, wir sind Jobsharing freundliche Arbeitgeber, meldet euch doch bei uns. Ja, wir haben Stellen, die wir so zur Verfügung stellen wollen. So. Und das war natürlich ein attraktiver Markt für die Arbeitgeber, für die Unternehmen, weil wir hatten auf unserer Plattform 98% Akademiker, 30-40% Männer auch, ne, weil man ja oft immer dachte, das ist so ein Frauenthema für die Teilzeitmütter, die dann nur vormittags arbeiten wollen, sondern wir hatten damals gemerkt, das ist ein Menschenthema, es hat alle Generationen berührt, es haben sich die Leute aus dem Vertrieb, aus der IT, aus dem Marketing, wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen dort angemeldet. Und das war aber wirklich so ein öffentliches B2C-Produkt.
Ja, und was wir damit geschafft haben, ist, dass wir das Thema wieder zurück auf die Agenda gebracht haben. Das heißt, wenn man heute Jobsharing googelt, dann gibt es über 1 Million Einträge im deutschsprachigen Raum. Das heißt, was uns gelungen ist, ist, dass die Leute wieder es in Erwägung gezogen haben als pragmatische Lösung, wenn es um die Flexibilisierung geht der Arbeit. Und irgendwann dann aber nach so den ersten 1-2 Jahren kamen die Firmen auf uns zu und haben gesagt, das ist toll, was ihr da macht, Tandemploy, ja, dass ihr die Leute zusammenbringt und wir können die über eure Plattform rekrutieren. Mhm. Aber wir haben intern 1.000, 10.000, 100.000 Mitarbeiter. Wir können nicht immer von top-down steuern, wer zu wem passt, weil wenn Leute auf uns zukommen, haben wir gar nicht auf dem Schirm. Ja, wen gibt's denn gerade in der Firma, der vielleicht zu dir passen könnte? Und als wir dann immer weiter reingeguckt haben oder mit den Firmen in Austausch gegangen sind, haben wir gemerkt, dass es eigentlich gerade bei diesen Buzzword-Themen, die kennst du ja auch, ne, die wir im Zuge der neuen Arbeitswelt jetzt immer wieder diskutieren, sei es von Cultural Change oder Digital Transformation oder New Work, ja, alle sprechen gerade über die Zukunft der Arbeit und New Work, aber das sind oft immer so ganz, ganz theoretische Konzepte, jeder spricht drüber, aber keiner weiß am Ende wirklich, was es ist. Mhm. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir reingucken in die Organisation, dass natürlich jede Firma immer predigt, wir müssen Netzwerkorganisation werden, wir müssen anders zusammenarbeiten. Aber es fehlt immer ein ganz wichtiger Hebel, wenn es darum geht, es im Alltag der Menschen wirklich zu ermöglichen. Und das ist eben das Zustandekommen überhaupt, dass Leute sich finden und treffen, Wissen teilen können, sich mit Kollegen austauschen können. Und drum haben wir dann gesagt, wir matchen nicht nur für Jobsharing, wir matchen Leute für Projekte, weil man immer oft mit den gleichen Leuten in Projekte sitzt, weil man immer nur den einen ITler kennt oder den einen Vertriebler, ja, und dann sind die Abteilungsleiter genervt, weil dann immer dieselben Leute abgezogen werden vom Projektleiter etc. Ja. Wir matchen auch für Mentoring, wir matchen Kollegen, die ein Wissen haben und es mit anderen teilen wollen, weil es ist wirklich ganz spannend, aber du musst dir vorstellen, bei ganz vielen Unternehmen da draußen werden Mentoring-Programme so aufgesetzt, dass es dann oft noch so Excel-Listen gibt und da ist auf der einen Spalte sind die Mentoren drin, auf der anderen den Mentees, wirklich. Und dann telefoniert so jemand aus der HR für 3 Tage die Leute ab und fragt die Menschen, ob sie sich vorstellen können, über so ein 6-monatiges Programm oder wie auch immer, sich da regelmäßig zu treffen. Ist völlig absurd, okay, wenn man denkt, in Zeiten der digitalen Tools und Möglichkeiten, ja, eben, ne? Genau. Und da gibt's natürlich mehr so Use Cases oder so Momente im Unternehmen, wo es absolut Sinn macht, dass man eine technologische Hilfestellung irgendwie benutzt, um am Ende die Leute zu verbinden, eben für Projekte, für Mentorings, für Job Rotations, für Hospitation. Wir haben Onboarding Buddies, die wir matchen. Wir haben Never Lunch Alone Dates, wo wir einfach auch Leute verbinden, die sich nicht kennen und die sich mal zu Mittag treffen und so. Immer wenn es darum geht, dass man die Menschen in der Organisation einfach auch verbindet, da kommen wir ins Spiel. Und darum passt es ganz gut, was du vorhin beschrieben hattest mit dem Business Tinder, weil es nennen inzwischen wirklich einige Business Tinder und ich sage dann immer, es ist ein Kollegen-Matching, ne? Für kollaboratives Arbeiten und für Wissenstransfer. Ja, also ich finde das total geil. Also wirklich ganz fasziniert zugehört. Also gerade so von dem Anfang, wie sich das entwickelt hat, sowas finde ich halt immer spannend. Ja. Dass man, wenn man eine Firma gründet, hat man oft so sein Ziel im Kopf von wegen und das Produkt, wie das aussehen muss. Wenn man dann aber auf dem Weg ist, dann hat sich das bei dir unheimlich toll gezeigt, dass plötzlich Faktoren mit einfließen, wo man gar nicht mehr auf das eigene Ziel hingeht, sondern plötzlich merkt, oh, warte mal, das Ziel hat sich völlig verlagert. Wir gehen jetzt nicht rechts rum, wir gehen jetzt aber mal links rum oder biegen an der nächsten Ampel erst ab oder so. Also finde ich sehr spannend. Du, und auch wenn du mir vor 6 Jahren gesagt hättest, dass ich irgendwann ein Tech-Startup in Berlin leite, hätte ich gesagt, no way. Ja, also ich habe ja gar keine Ahnung davon und überhaupt, nee. Ne? Aber, also es ist total spannend zu sehen, wie wir einfach mit einer Idee und mit einer Vision, die wir von Anfang an hatten, also wir haben immer gesagt, wir wollen die Arbeitswelt umgestalten, wir wollen sie lebensfreundlicher machen, ne? Wir wollen, dass die Leute glücklicher sind, weil was wir ganz am Anfang, das war auch ganz spannend, als Jana und ich, bevor wir gegründet hatten und noch in der Personalberatung waren, dann haben wir uns gefragt, wer in unserem Freundeskreis eigentlich total glücklich mit dem Job ist. Das war ganz spannend. Und wir haben damals neben uns, und da waren wir quasi schon im Absprung zu gründen, nur noch eine weitere Person im Kopf gehabt und die war auch selbstständig. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann es denn sein, dass Leute, die gerade ein paar Jahre aus der Uni raus sind, oft
nicht wirklich schon, also was wirklich unglücklich waren in ihren angestellten Jobs. Und es war nicht, es lag oft nicht an den Tätigkeiten, ne, die Leute irgendwie hatten, sondern es lag immer so an der Infrastruktur und an den Umständen, unter denen diese Jobs ausgeführt wurden. Und da war halt dieses Thema, wie können wir Arbeit anders gestalten, kollaborativer, und am Anfang mit dem konkreten Beispiel des Jobsharings, ja, wo wir sowas in den Händen hatten und dann gesagt haben, das müssen wir umsetzen. Und jetzt hat sich's hinentwickelt zu, wie können wir die Basis schaffen in Organisationen, um Kulturwandel voranzutreiben, um wirkliche Netzwerkorganisationen entstehen zu lassen? Wie können wir Vorstände, Geschäftsführer auf allen Ebenen unterstützen, dass sie die Herausforderungen der ganzen digitalen Transformation meistern können? Und so ist super spannend, wie sich das entwickelt hat. Aber dass ich irgendwann Software, Enterprise-Software an DAX-Konzerne verkaufe, wie SAP und Co., ja, also das hätte ich nicht gedacht, aber es ist einfach schön, wie sich das entwickelt hat. Absolut, aber ich meine, da zeigt es auch wieder, Glück haben meistens die, die auch was dafür tun, ne? Also, sagen wir viel, oft hört man ja von, gerade von Startups wegen, ja, die haben Glück gehabt, dass die so groß geworden sind. Aber Glück ist halt immer nur eine Sache, sondern Glück passiert ja meistens, indem man sich wirklich auch auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt und hart an der Sache arbeitet. Das auch, ja, ja. Also es gehört bestimmt immer ein bisschen Glück dazu. Natürlich, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die richtigen Leute trifft, aber am Ende gehört auch ganz viel dazu, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Mhm, ja? Und da hat es aber bei Jana und mir auch echt gut geholfen, dass wir zu zweit waren. Weil man da oft einfach in so, bei so Durststrecken oder in schwierigen Phasen dann einfach auch Leute hat, ne, wo man sich so gegenseitig ermutigen kann. Und einer ist dann immer gut drauf in dem Moment oder kann den anderen dann so ein bisschen aufmuntern. Ja, wenn man dich zu reden hört, man merkt, du bist davon wirklich begeistert von dem, was du machst. Aber was ist denn eigentlich genau das, was dich begeistert? Ist das diese neue Technik? Ist das die Entwicklung, die du selber siehst? Ist das das flexible Reagieren auf Dinge? Was begeistert dich an dem, was du tust? Ja. Also ich glaube, was mich am meisten begeistert, ist, dass ich wirklich merke, dass man Impact hat, ne? Also weil für mich ist zum Beispiel Digitalisierung oder Technologie kein Selbstzweck. Ich würde jetzt auch nicht einfach eine Software verkaufen, weil es irgendwie noch mal eine Software ist in einer dritten Ausführung mit noch irgendeinem bisschen verbesserten Feature, wie es schon tausendmal gibt, sondern wir uns immer wieder die Frage stellen, warum und wozu tun wir das? Und warum und wozu sollten Unternehmen unsere Software nutzen? Und dadurch, dass ich merke in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass es am Ende wirklich einen Impact hat, und zwar bei den Menschen, ja, weil für mich sind die Unternehmen ja immer nichts anderes als die Menschen am Ende. Und dass da positive Effekte bei denen im Alltag ankommt, ist es was mich natürlich unglaublich begeistert, ja. Und deswegen kann ich dann natürlich auch mit Leidenschaft dahinter stehen und jeden Tag dafür aufstehen und kämpfen und auf Bühnen stehen und darüber erzählen und Leute treffen und die inspirieren oder einladen mitzumachen, ja, oder ermutigen, es auch auszuprobieren. Aber es ist schon das, dass ich sehe, es hat einen Impact, ja. Das, was wir tun, ist kein Selbstzweck, sondern es hat einen Sinn und es verändert was. Und das motiviert mich auf jeden Fall. Ja, das ist schön, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Das hört sich immer so theatralisch an, aber ich meine, im Endeffekt ist das ja, ne? Macht halt die Arbeitsplätze oder die ganzen HR-Sachen einfach ein Stück einfacher und ein Stück besser. Absolut. Ja, und es muss sich viel verändern, ne? Wir stehen vor riesen Herausforderungen am Arbeitsmarkt und keiner weiß genau, wo es hingeht und keiner weiß, wo wir in 10 Jahren stehen. Aber wir müssen anfangen, dass bei den Leuten was ankommt, bei den Menschen was ankommt. Und wenn wir alle gemeinsam dann was bewegen können und da noch durch Technologie das einfach auch skalieren können, ja, oder multiplizieren können oder der Impact dadurch größer ist, ist es doch wunderbar. Ja, absolut. Das ist die Arbeitswelt, die wird sich in den nächsten Jahren oder eigentlich ja schon seit den letzten Jahren, die ändert sich ja so rasant. Allein wenn wir dieses Thema künstliche Intelligenz und solche Sachen mal anschauen, das ist ja brutal, was jeden Tag Neues erfunden wird, wo man sich denkt, fuck, ey, wir leben ja eigentlich schon wirklich richtig in der Zukunft. Das ist eigentlich Science Fiction, was wir erleben teilweise.
Absolut. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch positive Erlebnisse schaffen, ja, was am Ende Digitalisierung für uns Menschen bedeuten kann, dann haben wir auch eine ganz andere Art, damit umzugehen. Ja, dann ist es auch nicht so, dass jetzt die Algorithmen oder die Digitalisierung das alleine treibt und es ist so ein blinder, unumgänglicher Prozess. Das meine ich damit nicht, sondern eher, dass wir Menschen begreifen, was damit möglich ist und dann sagen, wie wollen wir denn jetzt die Wege so ebnen, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Das sind super spannende Themen, weil ich bin auch in so einem Ethikbeirat für HR Tech, wo es um KI und Ethik geht, auch total spannend, ja, weil wann entscheidet die Maschine, wann der Mensch, ja, und wie können wir jetzt so die Basis schaffen, dass das alles irgendwie perfekt ineinander greift, und das sind absolut absolut hochbrisante und spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Du hast ja jetzt von den verschiedenen Versionen vorhin auch gesprochen, wie sich das praktisch bei euch entwickelt hat bei Tandemploy. Habt ihr diese erste Version immer noch oder habt ihr jetzt praktisch nur noch in Anführungsstrichen die neueste Version? Also es ist so, dass zwar die erste Version, die Plattform, die öffentliche Plattform noch online ist, ja, und die Menschen sich da auch immer noch anmelden können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen da kein Marketing mehr. Es wird kein Euro mehr reingesteckt, weil wir einfach die ganze Manpower in unsere Softwareprodukt gesteckt haben, weil wir auch gemerkt haben, dass wir dadurch auch eine viel größere Zielgruppe ansprechen, weil viel mehr Menschen sind schon in ihren Jobs und wünschen sich auch dort Veränderung, ja, so dass wir natürlich gesagt haben, wir konzentrieren uns definitiv auf die Unternehmen und gerade die Großen, weil wenn die das dann auch anbieten intern, haben wir auch natürlich den Markt für extern sowieso indirekt mit abgedeckt. Ne? Also klar, wenn die intern sich verändern, dann haben die Leute, die wir früher auf unserer Plattform zusammengebracht haben, ja auch kein Problem mehr, die Arbeitgeber zu finden. Aber wir haben einfach dadurch einen Riesenhebel und einen Riesenimpact, weil wenn Firmen unsere Software kaufen, wo 100.000 Menschen arbeiten, ja, was wir durchaus haben, dann haben wir einfach sofort Zugang zu einer ganz, ganz großen Gruppe von Menschen. Du hast vorhin angesprochen, von wegen, dass ihr für die erste Version gar kein Marketing und so weiter macht. Dem entnehme ich, dass ihr das Marketing praktisch jetzt nur für die neueste Version macht. Was sind denn so eure Marketingaktivitäten? Oder hast du so eine Marketing-Geheimwaffe, wo du sagst, hey, das funktioniert bei uns total gut oder das funktioniert überhaupt nicht? Ja, also ich muss sagen, wir haben bei Tandemploy von Anfang an nie Marketing nach Lehrbuch gemacht. Und das, genau deshalb hat es für uns wahnsinnig gut funktioniert. Was unsere Geheimwaffe war von Anfang an, aber ich glaube, das ist eine Geheimwaffe für jeden, der gutes Marketing macht. Wir haben nie erzählt, was wir verkaufen, sondern wir haben das Story Behind erzählt. Also warum und wozu tun wir Dinge? Also das war beim ersten Produkt schon so ein das hatte so ein wirklich eine riesen Pressewelle, aber nicht, weil wir hingegangen sind und gesagt haben, wir haben jetzt hier eine Plattform ins Leben gerufen, die das macht, sondern wir haben Fragen gestellt, wie wollen Menschen leben und arbeiten? Sodass wir natürlich mit den Fragen definitiv am Ende auf unser Produkt gekommen sind mit den Antworten, ja. Aber grundsätzlich ist es ja auch wichtig, die richtigen Fragen zu stellen, warum und wozu wir was tun. Und wenn man das im Marketing nutzt, diesen Hebel, die Geschichte dazu erzählen, dann ist es phänomenal. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben nie bei Tandemploy in unserer ganzen Geschichte jemals einen Journalisten proaktiv angeschrieben, sondern die kamen immer auf uns zu und die Medien haben uns bis heute begleiten, die uns, weil wir halt wirklich die Geschichten dazu erzählen, warum wir Dinge tun. Und das ist eigentlich im Marketing immer so der beste Hebel. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es sind ja wirklich oft so die Geschichten und die Bilder, die damit und die Gefühle, die erstellt werden oder die man damit schafft. Absolut. Das, was die Menschen, wo die Menschen dann sagen von wegen, wow, da kriegst du mich mit. Anstatt man einfach nur, keine Ahnung, ein Factsheet runterliest von wegen, auf der und der Plattform läuft das und so viel Bits und Bytes sind da eingesteckt. Ne? Das ist so. Aha. Interessiert halt keinen wirklich. Absolut. Oder zumindest nicht im ersten Blick. Ja, und ich glaube am Ende, wenn man ein Thema gefunden hat, hinter dem man stehen kann, ja, und dann kann man das auch authentischer rüberbringen im Marketing, weil dann sind da Gesichter auch, ne, die da irgendwie für das Thema stehen. Es sind Teams, die dahinter stehen. Es sind auch, obwohl es ein technologisches Tool ist, trotzdem Menschen, ja, die ansprechbar sind und die für die Sache stehen. Und ich glaube, dann hat es einfach immer noch mal einen riesengroßen guten Effekt. Du hattest gerade auch noch angesprochen, dass du in diesem Ethikrat Mitglied bist. Wie siehst du denn das bezüglich der Digitalisierung? Ich meine, was nun mal ein Fakt ist, klar, es werden Arbeits,
Stellen, also wird Manpower auf der einen Seite abgebaut von alten klassischen Stellen, weil es einfach von Maschinen oder Computern übernommen werden kann. Aber auf der anderen Seite wird es ja auch wieder neue Arbeitsplätze geben, die es eben vorher nicht gab. Wiegt sich das ungefähr auf oder siehst du da ein Ungleichgewicht drin? Also grundsätzlich muss ich da auch immer ganz ehrlich sagen, es weiß keiner die Antwort heute schon. Ja, es kann sein, dass total viele neue Bereiche entstehen, die das komplett aufwiegen. Es kann aber auch sein, dass mal übergangsweise vielleicht, weil wir einfach dann in unterschiedlichen Weiterbildungsprozessen stecken, dann vielleicht ein Ungleichgewicht entsteht. Ja, das kann alles sein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir es schaffen, dass wir die Technologie gewinnbringend für die Menschen einsetzen, ist jeder Umbruch es wert. Ja, also im Sinne von, am Ende hat es ja ein einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert haben. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen, dass wir, wenn wir jetzt die richtigen Fragen stellen oder Überlegungen oder Reflexionen irgendwie das haben oder mit uns mit denen beschäftigen, dass wir dann auf jeden Fall Antworten finden mit, wie, was machen wir denn mit den Menschen, die jetzt vielleicht übermorgen ihre Jobs verlieren? Weil ich merke, wir haben in Unternehmen noch oft nicht den nächsten Schritt bedacht. Wir haben jetzt ganz viele Menschen, die vielleicht ihre Jobs verlieren, ja. Aber grundsätzlich sind darunter auch ganz viele Leute, die auch vielleicht Lust haben, andere Dinge zu machen, oder sie haben auch die Skills und die Kompetenzen, andere Dinge zu machen. Aber selbst das wird kaum abgefragt, ja. Oder das weiß, das hat man nicht mal auf dem Schirm. Ich sag dir ein ganz einfaches Beispiel. Also mit unserer Software matchen wir ja auch skillbasiert. Warum tun wir das? Weil das absolut wichtig ist, die richtigen Skills und die richtigen Leute zusammenzubringen. Und was uns immer wieder erschreckt, ist festzustellen, dass die wenigsten Unternehmen überhaupt wissen, was haben wir überhaupt für Kompetenzen, ja? Für was interessieren sich unsere Leute? Vielleicht ist derjenige, der heute am Fließband steht, der auch der sonntags am Computer rumschraubt und sich schon seit Jahren irgendwie gern mit Technik beschäftigt, ja? Aber in seinem Berufsalltag wurde das irgendwie auch noch nie gefragt, ja? Man hat ihn halt irgendwie so in den Kompetenzen, wenn ich so einem alten Begriff auch spreche, nach so einem Kompetenzkatalog oder so, noch nicht mit den Skills oder Interessen, die er vielleicht heute hat, hinterlegt, ja. Das finde ich total spannend. Also einfach auch mal so ein bisschen auf eine Gesellschaft zu gucken von, es heißt ja nicht, dass wenn man sein Leben lang das bisher gemacht hat, dass man nur das kann. Wenn ich allein in meine Biografie gucke, dann hätte nie jemand gesagt, okay, Grundschullehramt ist absolut der richtige Weg als CEO für ein Tech-Unternehmen. Aber genau so müssen wir heute denken. Die Menschen, die wir jetzt in den Unternehmen haben, die müssen wir halt befähigen, auch mit Umbrüchen umzugehen, und wir müssen einfach ein Gefühl kriegen mit, klar, wo hat wer seine Sweet Zones und was kann der oder die besser, ne, oder weniger gut, aber wir müssen mit einer gewissen Offenheit rangehen, und wenn wir uns aber auch darauf besinnen und dafür Zeit nehmen und uns währenddessen die anderen Arbeiten von den Maschinen abnehmen lassen, dann ist es ein riesen Effekt, ne? Und weil du gerade nochmal den Ethikbeirat angesprochen hattest oder den Ethikrat, da besprechen wir vor allem ja auch immer so Themen wie, wenn wir jetzt Technologien nutzen, die quasi Menschen bewerten, ja, oder Menschen irgendwie einteilen oder in der Personalarbeit uns Dinge abnehmen, inwieweit lassen wir alles die Maschinen steuern oder wann kann auch immer wieder ein Mensch eingreifen, ne, und Dinge noch lenken? Das sind solche Fragen, die auch unglaublich wichtig sind. Und da sage ich auch immer wiederum, es geht jetzt nicht da um so ein deutsches Bedenkenträgertum, ja, so, oh Gott, wir machen uns schon Bedenken und brauchen jetzt wieder Richtlinien und Regeln, bevor es überhaupt die Technologie gibt, sondern es geht eher darum, dass man sich die Zeit nimmt, Dinge zu verstehen, weil je mehr man von Technologie versteht und begreift, desto offener wird man auch und desto mehr lässt man sich darauf ein. Und das ist auch was, so ein Effekt, den wir auch in den Firmen, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, merken, dass dann, wenn nämlich Menschen erleben, was es bedeutet, Tools zu nutzen oder Apps zu nutzen, um sich zu vernetzen, zum Beispiel wie in unserem Fall, dann kriegen die auch so ein Vertrauen in die Technologie und dann merken die am Ende auch, Mensch, Digitalisierung hat auch was Gutes für mich und ich brauche nicht jetzt in der Angststarre hier irgendwie oder Schockstarre sein und denken, ich verliere meinen Job und dann gibt's für mich keine Zukunft mehr. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ganz stark sein, da eben aufzuzeigen, und deswegen brauchen wir klare Visionen, klare Ziele, also nicht nur in den Unternehmen von den Vorständen und Geschäftsführern aus, sondern auch in der Politik und in der Gesellschaft allgemein. Ja, da bin ich ganz bei dir. Wo ich so ein bisschen erschrocken war, wo du gesagt hast, dass in den
Kompetenzkatalogen bei Firmen in den HR-Abteilungen, dass da gar keine Skills heutzutage erfasst sind oder in der Regel nicht erfasst sind. Das war für mich eigentlich so selbstverständlich, dass die erfasst werden, dass ich da jetzt gerade gedacht habe, Moment, habe ich mich da jetzt verhört? Nee, so ist es wirklich. Also das hat, man hat oft, also es gibt Unternehmen, die das natürlich machen, aber wenn man oft in Branchen reingeht, ne, die seit Jahrzehnten einfach auf eine gewisse Art und Weise gearbeitet haben und da einfach keinen sich in der Richtung auch nicht bewegen mussten, weil die Geschäftsmodelle bisher funktioniert hatten, ne? Irgendwie die Prozesse, und jetzt aber auch merken, oh, wir müssen uns echt verändern, und was bedeutet das für unsere Belegschaft, und wie müssen wir uns in neue Branchen irgendwie begeben, und was brauchen wir dafür für Skills? Um da überhaupt eine Antwort zu finden, braucht man ja immer den Status quo der jetzigen Situation. Also wo stehen wir gerade und was haben wir denn eigentlich für eine Manpower oder für Skills im Unternehmen? Und ganz ehrlich, da fehlt es ganz oft noch. Und dann ist es super spannend, was die Unternehmen jetzt immer machen. Dann gehen sie hin und sagen, wir brauchen jetzt aber Big Data und wir brauchen Analytics und wir müssen das jetzt auswerten. Und dann stellt man aber ganz schnell fest, man kann jetzt Software einkaufen für Analytics, aber man braucht die Daten. Ja, genau. Und es ist auch total spannend, weil wir gesagt haben, ja, aber keiner Mitarbeiter wird einfach, wenn ihr jetzt eine Analytics-Software einführt oder auch ein Talent-Management-Software, wo dann ihr zu Mitarbeitern geht und sagt, bitte tragt mal hier eure Skills ein, das probieren ganz viele Firmen gerade, dann passiert nichts, weil wenn der Mitarbeiter oder der Mensch nicht weiß, warum und wozu soll ich das hier eintragen, wird er das auch nicht tun. Und drum haben wir gesagt, wir machen das in Form von wirklich Themen, die dann für den Menschen Mehrwert haben. Zum Beispiel, sie wollen sich in Projekten engagieren, was lernen oder selbst Themen einbringen, dann geben sie in dem Moment natürlich was ein, weil sie wissen, wenn ich das eingebe, dann kann ich auf das Projekt gematcht werden. Oder wenn ich jetzt einen Tandempartner suche oder einen Mentor für ein Thema, dann muss ich ja sagen, das kann ich und das fehlt mir. Und in dem Moment haben wir dann genau die Daten, die wir brauchen für die Auswertung. Also das ist wirklich so ein ganzheitliches Konzept, was gut funktioniert, aber da gibt es noch so viele Baustellen in Unternehmen, wirklich, und das merken wir, weil wir natürlich alltäglich jetzt mit den Unternehmen zu tun haben, aber genau deswegen gehen wir rein und bieten jetzt auch mit unserer Software da Lösungen für an. Ja, also ich finde, dass je mehr wir darüber reden, desto geiler finde ich eure Software. Also das ist es auch. Ja, das ist halt, ja, selbst bei mir, ich meine, ich bin jetzt kein DAX-Konzern. Ich meine, ich bin kleiner Podcaster und habe ein Online-Business mit ein paar Leuten. Aber selbst bei mir, wir hatten letztens auch ein Bewerbungsgespräch gemacht, weil wir einen neuen VA gesucht haben. Ja. Für, ich sag mal, so normale Büro-Zeugs-Hilfe-Arbeiten und so weiter. Und für mich ist halt immer ganz klar, ich frage halt einfach ab, welche Sprachen sprichst du, was machst du gern, was sind deine Hobbys? Dann hat sich herausgestellt, dass diejenige gar nicht auf die VA-Stelle gesetzt wurde. Ja. Sondern die schreibt jetzt für uns E-Books, weil sie hobbymäßig total gerne schreibt. Ja. Und haben gesagt, ja, Ali hopp, dann, ich meine, für VA kriegen wir auch einen anderen, dann schreibst du für uns jetzt die ganzen E-Books, du kriegst die Themen, recherchierst und machst, und die ist total happy. Absolut. Und das passiert gerade in Unternehmen millionenfach jeden Tag, dass Leute aus den Unternehmen gehen, weil sie eigentlich die Skills haben, die sie an absolut wichtigen Stellen einbringen könnten, aber eben die Personalabteilung es gar nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, man muss sich ja mal vorstellen, wenn man so eine Workforce hat, ja, von so 10.000 Leuten oder 100.000 Leuten, für mich ist das immer unbegreiflich, weil wenn ich denke, was wir Startups in kleinen Teams schaffen, ja, und wenn man dann denkt, man hat da so ein 10.000 Leute, das ist für mich immer so Weltherrschaft. Ja, genau. Aber es fehlt halt ganz oft wirklich noch an der Transparenz und an dem, dass es wirklich eine Netzwerkorganisation ist und man genau weiß, wo hat man welche Kompetenz. Ja. Ja, das ist so ein bisschen wie im im politischen teilweise, wenn man sich jetzt nur das Land, so ein Land wie Russland oder damals die UdSSR anschaut, diese gigantischen Flächen, die aber nicht richtig miteinander vernetzt sind, natürlich, die können nicht vernünftig regiert werden. Das ist in der Firma das Gleiche, egal ob wir da von Ländern reden, von Armeen, von Firmen oder von einer großen Familie. Das ist immer dasselbe Prinzip, und du musst auch sagen, Unternehmen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja, ich sag das auch immer, wenn wir über Transformationsthemen sprechen, weil natürlich die Geschäftsführer, die dann bei mir am Tisch sitzen oder die Vorstände, mit denen wir sprechen, die wissen alle, oh Gott, wir brauchen jetzt eine Kulturveränderung. Unsere Firma muss sich verändern, ja, unsere Branche
wird es so morgen nicht mehr geben. Und dann sage ich auch immer, ja, wie viel braucht es denn dafür? Ja, man hat in Revolutionen, in Kriegen, in gesellschaftlichen Veränderungen immer so eine prozentuale Anzahl von maximal so 5-10%, ja, der Menschen, die dann in eine Richtung geht. Das kann positiv wie negativ sein, ja, je nachdem, wer da vorne dran ist. Und dann gehen die anderen nach. Also das ist so, dann werden die Bewegungen angestoßen. Und genauso ist es in Unternehmen. Man muss aber jetzt auch Räume schaffen, wo genau diese Menschen auch sich treffen können, ja, wo die zusammenkommen können, wo die Ideen entwickeln können, wo die merken, hey, da sind noch mehr Leute so wie ich und wir gehen lösungsorientiert an die Sache ran. Und was du gesagt hast, es sitzen alle noch in ihren Silos gerade. Jede Abteilung irgendwo arbeitet vor sich hin und die wissen gar nicht voneinander. Und was da Geld verbrannt wird jeden Tag, wenn das mal im Controlling richtig abgebildet werden würde, das wäre phänomenal, weil dann würde sofort jede Firma sagen, wir müssen was anders machen. Ja. Ja, da drücke ich die Daumen, dass das hoffentlich bald mal passiert, weil Zeit wird, glaube ich. Und ich denke, man kann damit so viel coole neue Sachen einfach verändern und auch einfach effizienter arbeiten und natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht mehr Profit natürlich wieder generieren. Also ja, total. Ich hoffe, dass das bald passiert. Ja, wir arbeiten hart dran. Sehr gut. Jetzt hört sich das alles ja wirklich total geil an, dass alles wirklich richtig immer geklappt hat und alles super lief und so weiter. Aber jetzt ist es ja doch oft so, dass eben nicht alles immer nur super läuft. Ja. Was war denn so, wenn wir mal über Fehler reden, was war denn mal so einer der größten Fehler, der dir passiert ist und wie ist es dazu gekommen, dass er passieren konnte? Also grundsätzlich würde ich schon mal sagen, Tom, dass mir fast jeden Tag kleine Fehler, ne, irgendwie passieren, so learning by doing, wenn man so irgendwie Startup aufbaut in neuen Branchen und Bereichen, die man so noch nicht kennt. Aber grundsätzlich ein großer Fehler ist wirklich, dass ich, oder der erweist sich immer als ein großer Fehler, wenn man nicht aufs Bauchgefühl hört. Also bei mir ist Bauchgefühl und die Intuition wahnsinnig wichtig. Ja, ganz oft haben wir uns für Dinge entschieden, weil wir dachten, Mensch, das müssen wir jetzt aber so machen. Und so wurde, irgendwie hat man uns dazu geraten. Und auch wenn wir jetzt kein gutes Bauchgefühl haben, lass uns probieren, hat es meistens nicht funktioniert. Also erster Fehler würde ich schon immer sagen, das Bauchgefühl hören. Ja, sonst kann sich das als großen Fehler, vor allem bei mir, immer erweisen oder bei uns. Und zweiter Fehler, den wir gemacht haben, ist zu lange Menschen in Teamlead-Situationen gehabt zu haben, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, okay, vielleicht ist die Aufgabe doch zu groß oder es ist kein richtiger Fit für eine Teamlead-Position, wo unsere Kultur, wie wir sie leben, auch weitergegeben wird, ja. Und man hat oft in Startups schon sehr freundschaftliche Verbindungen auch. Man will probieren und man hat dann da eher auch manchmal Geduld und sagt, oh, jetzt probieren wir es nochmal. Und da würde ich schon sagen, da rechtzeitig einfach, egal in welchem Kontext es ist, wenn man merkt, es ist für die Firma nicht gesund, weil jemand in einer wichtigen Position ist, wo eine Kultur einfach nicht weitergelebt werden kann, wie es wichtig ist für die Innovation des Unternehmens, dass man dann rechtzeitig und wirklich schnell genug einfach sagt, so geht nicht und jetzt austauschen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja, das müssen viel mehr machen, weil ich habe mal so diesen Satz gehört, jeder wird so lange befördert, bis er auf einer Stelle ankommt, wo er inkompetent ist. Ja. Was sich erstmal ziemlich bescheuert anhört, aber wenn man da wirklich mal nachdenkt, das macht Sinn. Und das Problem ist halt, derjenige, die werden dann ja nicht wieder, wie heißt das, entfördert oder zurückgesetzt oder sondern die bleiben ja auf der Stelle und werden dann in der Regel, weil sie nicht mehr performen, werden sie dann gekündigt. Und was machen die? Die suchen einen neuen Job, waren eben auf dieser Teamleiter oder was weiß ich für eine Leitungsposition und bewerben sich wieder auf das Gleiche. Und dann geht die gleiche Scheiße wieder von vorne los. Und so ist es in vielen großen Firmen und in einer kleinen Firma oder wo wir wachsen, ne, ist es natürlich für Jana und mich total wichtig, dass wir wissen, unsere Teamleads, also die dann auch Teams leiten, die führen die so, wie wir sie führen würden, ne? Weil nur so können wir auch sicherstellen, dass die Kultur, die wichtig ist für uns als Firma und eben unsere Innovation pusht jeden Tag, einfach auch nachhaltig gelebt wird. Und dass man da einfach merkt, wenn das nicht passt, super schnell reagiert und lieber mal einen Leerlauf zu haben kurz oder nicht eine Panik, aber zu sagen, oh Gott, wie kommen wir dann aber weiter und dann haben wir da eine Lücke, keine Angst vorzuhaben. Aber was wir machen in unserer Firma, und das ist gut, die wichtigsten Positionen besetzen wir im Tandem. Das heißt, da ist wirklich Jobsharing sehr sinnvoll, dass man sagt, man hat die in zweier Konstellation und wenn man sich dann mal von der Person trennen muss, dann hat man da keine Lücke. Ja? Ja. Und sonst bei allen anderen sage ich immer, lieber ein hole as an asshole.
Rather, so. Ja, absolut. So. Ist auch immer völlig so ein Mantra richtig für uns. Nein, aber es ist absolut richtig, weil es bringt ja nichts. Das eine kostet dann nur Zeit, Geld und Energie. Ich meine, die kann man, wenn die Stelle halt nicht besetzt ist, ja, dann machen halt alle irgendwie 10% mehr und dann hat man die Stelle gecovert. Also. Genau. Das geht dann ja auch. Absolut. Super. Anna, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe besteht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort oder einem ganz kurzen Satz zu antworten, okay? Super. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Nichts. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Immer aufs Bauchgefühl hören. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Mein Mut, mein Herz, mein großes Herz und mein offenes Denken. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Dass ich immer alles will vom Leben und deshalb manchmal schwer Nein sagen kann. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Wenn Menschen wirklich sich Fehler eingestehen, ehrlich sind und dabei authentisch. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Ich würde sagen, sometimes you win, sometimes you learn. Immer wieder aufstehen und weiterkämpfen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mir gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ruth Bader Ginsburg. Ich habe gerade ihr Buch auch dazu gelesen und ich würde mit ihr gerne über ihr Leben sprechen und ihre Herausforderungen als Richterin im amerikanischen Supreme Court. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Also, wenn auf deine Tat was wirkt, dann ist es Erfolg, irgendwas erfolgt, ja. Aber wenn man dann gesamtgesellschaftlich noch was bewegt, was positive Auswirkungen hat und das Tun einen noch glücklich macht, dann ist es ein Riesenerfolg. Okay, cool. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Wikipedia. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Die Bücher von Harari habe ich gelesen, Homo Deus und eine kurze Geschichte der Menschheit. Unglaublich lesenswert für alle, die uns Menschen begreifen wollen und vor allem in die Zukunft blicken möchten. Ja. Sehr cool. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch so letzte Fragen, recht persönliche. Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich habe nicht nur einen unerfüllten Lebenswunsch. Was ist denn so der größte? Der größte. Ich habe wirklich sehr viele große, aber was ich definitiv noch machen werde, ist irgendwann eine Schule zu gründen, die ein Maßstab wird für ein globales Bildungswesen. Okay, da drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen für, weil ich glaube, das haben wir extrem nötig, mal auszumisten und was Neues zu bauen. Du wolltest den Größten hören. Ja, genau. Die Größen sind auch die spannendsten meistens. Anna, zum Abschluss noch die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Also, erster Tipp auf jeden Fall, dass man nicht alle Antworten an der Uni findet. Mhm. Der zweite, dass man wirklich immer auf sein Herz hört, ja, und auch schaut, was man schon hat und nicht immer nur Anfang 20 denkt man, oh Gott, was muss ich jetzt lernen, was muss ich machen, sondern so ein bisschen auch auf sich hört, was kann ich schon, wo stehe ich, wo bin ich, ja. Und wenn man dann noch auf Reisen geht und so viele Lebensmodelle wie möglich kennenlernt, dann bin ich mir sicher, dass man den richtigen Weg einschlägt. Das hört sich genau so an. Cool. Perfekt. Anna, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Story ist wirklich sehr inspirierend, sehr cool. Ein total geiles Konzept, was ihr da aufgebaut habt. Und auch für den heutigen Wirtschaft ein unheimlich wichtiges Tool, was ihr den Firmen damit in die Hand gebt. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf den Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich bzw. über Tandemploy erfahren können. Also über Tandemploy könnt ihr natürlich immer erfahren, wenn ihr auf unsere Website geht, ne, unseren Blog liest, uns auf allen Kanälen verfolgt, sei es Twitter, Instagram, LinkedIn und Co. Und da berichten wir wirklich super spannende Sachen zu der ganzen New Work Szene und Arbeitswelt der Zukunft. Genau.
Und was ich noch mitgeben will, generell meinst du, Tom? So, ja, genau. Einfach so ein... Ich glaube, was wir alle wirklich tun müssen, ist, dass wir uns jetzt trauen, utopisch zu denken. Weil wenn wir uns Welten nicht vorstellen können, ja, oder Utopien, dann können wir nach neuen Leben oder für die neuen Generationen gar nicht danach streben und für sie kämpfen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig und im Moment wichtiger denn je. Das ist allerdings richtig. Sehr schön, cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 619 oder eben den Namen Anna Kaiser in das Suchfeld ein und komm sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. Und wenn du selber eine Firma hast, wo wirklich viel Personal drin ist und sagst, Mensch, die Software ist richtig geil, dann ermutige ich dich nochmal umso mehr, dir die Seite von Tandemploy anzuschauen und wer weiß, vielleicht kannst du da noch viel mehr dann aus deiner Firma rausholen. Anna, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Vielen Dank dir, Tom. Wunderbar, danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Bist du Angestellter und hast es satt, für andere zu arbeiten? Dann zeige ich dir, wie du in 6 Monaten deinen Chef feuern und den Montagmorgen wieder genießen kannst. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule zu meinem kostenlosen Training an. Hier zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast richtig gutes Geld verdienen kannst. Podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao. Dein Tom.